Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute basteln wir ein Babyalbum und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Einmal haben wir hier das schöne Designerpapier von Craft & You Baby Adventure und es ist so schön. Ich habe es euch schon gezeigt in meinem Video mit dem Exklusionsbox für Mädchen und Junge. Und ihr seht, es ist so, so zucker. Richtig, richtig schön. Genau. Das benutzen wir heute nochmal. Und dann brauchen wir natürlich Farbkarton, dann Eyelets, ein Stempelkissen, ein Stempel, Magnete brauchen wir heute, Buchbinderringe, einmal die Stanzen, doppelseitiges Klebeband und Kleber und Schere natürlich. So, und dann geht's auch schon los. Alle Materialien habe ich unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zu meinem Blog und auch zu dem Blog von Dalia Bastelshop. Dort findet ihr alle Maße. Also ich empfehle euch einfach zuzuschneiden. Ich habe das so ein bisschen unterteilt in Cover, erste Seite, zweite, dritte und vierte Seite. Ihr könnt auch das Seite für Seite nachbasteln. Ich glaube, das ist am einfachsten. Und schneidet euch das einfach vorher zu und dann könnt ihr gleich mitbasteln. Als erstes bezieht ihr euch die Graupappe mit doppelseitigem Klebeband, so wie ihr das hier seht, ringsrum und zwei Streifen in die Mitte. Also nur auf einer Seite, die Rückseite bleibt frei. Dann streicht ihr euch alles fest, benutzt auch zum Scrapbooken, also zum Albenbasteln, hochqualitatives doppelseitiges Klebeband. Damit es euch später nichts abfällt. Also benutzt bitte kein Action oder kein Teddy doppelseitiges Klebeband, weil das seid ihr nur traurig, wenn ihr ja, wenn es euch abfällt. So, jetzt habt ihr gesehen, ich klebe es einfach auf das DIN A4 Blatt, also beziehungsweise auf den Zuschnitt, was ich euch aufgeschrieben habe. Und dann drücke ich alle Kanten einmal ringsrum, knicke ich um. Und fahr schön in die Ecken raus, damit sich da eine Falzlinie an den Ecken bildet. Die brauchen wir dann auch später gleich. Dann sieht man nämlich genau, wie man schneiden muss. Hier schneide ich schräg an und lasse dann ungefähr 2 mm bis zur Ecke frei. Man sagt dann ungefähr die Breite, wie die Graupappe ist. Damit ihr später keinen Überstand habt, wenn ihr das jetzt hier gleich, also dass die Graupappe später nicht rausguckt. Wenn ihr das bis zur Kante runterschneidet, schaut euch später die Ecke an der Graupappe raus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass die schön eingeschlagen ist. Jetzt habe ich mir an der Graupappe außen an der Kante und am Farbkarton an der Kante einmal doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, drückt es von der Mitte nach außen hin und dann seht ihr, da ist so ein kleiner Überstand. Falze ich mir einfach ein mit dem Falzbein, drückt das einmal rein in die Kanten und dann schlägt sie das wunderbar ein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch daran orientiert, dass ihr immer einen kleinen Abstand lasst, ungefähr so 2 mm. Das macht ihr mit beiden Teilen und dann haben wir schon das Grundgerüst fürs Cover fertig. Dann fangen wir an mit der ersten Seite. Jede Seite besteht immer aus dem gleichen Grundstock. Also jede Seite wird eine Tasche. Da nehmt ihr euch wieder den großen Farbkarton und falzt ihn einmal nach, so wie ich das hier jetzt auch mache. Einmal die langen Seiten und die schmalen Seiten, das sind unsere Klebelaschen. Und dann schneiden wir uns in der Mitte bei der Klebelasche an der rechten, einer kurzen Seite, einmal den oberen Teil raus. So wie ihr das hier seht. Und dann schrägen wir uns noch alle Klebelaschen an, schneiden uns einmal die Ecke raus und hier einmal noch anschrägen. Dann einmal Klebeband drauf. So, festrubbeln. Und einmal die Trägerfolie runter. Dann knicke ich mir das immer an der Ecke ein. Dann habt das einfacher nachher beim Zusammensetzen. Einmal hier an der Kante oben, an der Spitze oben anlegen und schön drücken.
Und dann, ich lege mir das trotzdem immer an der Spitze an. Man könnte es auch einfach zuklappen, aber ich denke dann immer, ja, nicht, dass es dann übersteht oder doch nicht richtig falsch ist. Genau. Und wie gesagt, jede Karte besteht aus dieser Grundseite. Jetzt machen wir uns eine Einstecktasche. Dazu falzen wir unser schmales Stück an den drei Seiten, die wir vorgefalzt haben, und schneiden uns hier wieder die Ecke raus, schrägen uns die Klebelasche noch an. So, zack. Und dann kommt einmal doppelseitiges Klebeband drauf. Also ihr seht, es ist eigentlich ganz einfach gemacht. Es sind keine schwierigen Schritte. Man muss eigentlich nur richtig vorarbeiten, also dass man sich die Sachen vorschneidet, und dann ist es zum Nachbasteln ganz, ganz einfach gemacht. Und hier schlage ich mir auch wieder die Ecken ein, erst die Seitenteile einschlagen und dann das obere Teil drüber. Na. Und dann schaue ich, dass die Öffnung rechts liegt. Ganz, ganz wichtig. So. Und dann drücke ich mir es einmal fest. Dann der blaue Farbkarton. Wird eine Fotomatte. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Fototasche. Die habe ich mir einfach nur in der Mitte gefalzt. Dann nehmen wir uns die Rückseite vor. Da falzen wir uns wieder die Klebelasche ein. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ja eine Bindung habe und darauf achten muss. Und dann zeichne ich mir eine Linie an der geschlossenen Seite und von 1,5 cm ungefähr. Und dann schneide ich mir hier auch 1,5 cm einfach ab. Das braucht ihr nicht. Ich habe euch die richtigen Maße aufgeschnitten. Aufgeschrieben. Genau, und hier ändere ich das gerade, dass ich das dann später richtig euch aufschreiben kann. So, dann einmal die Klebelaschen, wie gesagt, nachfalzen. Ja, habe ich wieder nicht richtig falsch. Ich habe ein neues Schneidebrett. Und da muss ich mich erst dran gewöhnen mit der Falzklinge. Die falzt sehr, sehr leicht, dass ich da ein bisschen kräftiger drauf drücke. So, jetzt einmal die Klebelaschen anschrägen. Doppelseitiges Klebeband drauf. Und hier nochmal. So. Und wieder abziehen. Und dann klebe ich mir die linksbündig, also dort auf der Seite, wo die Öffnung ist von der Tasche, linksbündig auf, dass ich quasi rechts diesen Abstand von 1,5 cm habe. Das kann ich mir dann auch gleich wieder wegradieren. Ich brauche das dann nicht mehr. Das könnt ihr dann gleich wieder wegradieren. Das ist nur eine Hilfestellung, aber beziehungsweise ihr braucht es auch gar nicht machen, weil ihr könnt euch auch einfach das ankleben, weil ich habe es euch ja die richtigen Maße aufgeschnitten, geschrieben. Dann nehme ich mir einmal zwei Magnete raus, also beziehungsweise ein. Und klebt die aufeinander. Und dann hole ich mir einmal meine Gludots her und klebe mir den einmal auf den Gludot drauf. Ungefähr so einen halben Zentimeter bis Zentimeter Abstand nach oben hin. Müsst nur darauf achten, dass sich die Laschen noch überlappen, quasi. Genau. Die Magnete sind ziemlich stark. Ich mache mir jetzt einen kleinen Schnipsel dazwischen, bis ich dann das Designerpapier draufgeklebt habe. Dann ist es nicht mehr ganz so arg stark, und dann halten die auch gut, die Magnete. So, dann kommen wir einmal zur zweiten Seite. Jetzt hat irgendwie die Kamera ein bisschen gesponnen. Ich habe jetzt quasi wieder diese Grundtasche gemacht, so wie bei der ersten. Den großen Farbkarton gefalzt und mir schon einmal dieses Pi draufgeklebt. So, und dann nehme ich einmal meine blauen Seitenteile, also beziehungsweise das werden Fotoelemente,
Genau, und die habe ich mir einmal gefalzt. Und mach doppelseitiges Klebeband einmal auf die Klebelasche. Das ist auch jetzt der einzigste Teil, an dem 10x10 Fotos drauf passen. Am ganzen Album sind sonst das Album ist sonst auch so ausgerichtet, dass man 10x15 Fotos oder 9x13 Fotos drauf machen kann. Ich habe es extra so ausgerechnet, da unsere Freunde jetzt keine Bastler sind. Und ich wollte da jetzt nicht komplizierte Fotomaße drauf machen, dass sie das sich noch alles zuschneiden müssen. So, jetzt lege ich das einmal oben an. Dann lege ich die Klebelasche um die andere Fotomatte, so dass ich den genauen Abstand habe zum Einklappen. Genau, so. Jetzt mache ich das auch wieder, die Klebelasche unten dran. Ziehe mir einmal. Schräg mir das ein bisschen ab, weil ich gemerkt habe, dass das ein bisschen hakt. Genau. Leg's runter und schau, dass ich so das so ansetze, dass es quasi überlappen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass ihr das nicht zu weit nach innen reinsetzt, quasi. Und hier auch wieder, da gucke ich, dass meine Falzlinie hinter der Falzlinie ist von den Seitenteilen quasi. So, einmal zack, zack, fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein Magnet, dass es natürlich auch zu bleibt, dass nicht das ganze Zeit in dem Album da auflappert. Dann nehmen wir uns wieder, wie gesagt, einmal einen Magneten und kleben wir da wieder Glue-Dots drauf. So, drück's fest. Richtig öffnen und einmal nochmal festdrücken und dann mache ich mir auch wieder ein Stückchen Papier dazwischen, damit ich es nachher gut aufkriege und es nicht abreißt vom Karton, weil die Magnete so stark sind. So, jetzt machen wir auf der Rückseite kommt ein Steckelement. Das ist auch ganz einfach gemacht. Ihr macht euch eine kleine Schablone. Ich habe so eine Schablone schon fertig, die 10x15 ist. Quasi für ein Foto. Und dann macht ihr euch einen Abstand von 3,5 oben auf der, also auf der oberen Kante und auf der anderen Seite. So genau, das macht ihr quasi an allen vier Ecken eine Markierung. Und dann nehmen wir uns einmal unsere Lochzange. Dann nehme ich einmal die kleine Stanze und stanze mir an den Markierungen. Quasi, genau. So. Und jetzt nehmt ihr euch einfach noch, genau, jetzt nehme ich noch ein Lineal, verbindet die, dass ich auch gerade schneide gleich. Und schneide einfach mit der Schere ein. Kannst auch mit dem Cuttermesser machen, also können auch mit dem Cuttermesser entlang schneiden, aber so geht es eigentlich easy. Weil ja dieses Loch schon da ist, kann man gut reinschneiden. Einmal den Bleistift wegradieren. Genau. So, und jetzt macht ihr Kleber drauf. Einmal ringsrum. Nicht an die Ecken Kleber. Ich habe es mir falsch gemacht. Das mache ich jetzt gleich wieder weg. Aber das ist Gott sei Dank ein Kleber, der trocken abtrocknet. Und dann kommt es mir jetzt gerade, als ich das, genau, dass ich ja hier Kleber drauf gemacht habe. Das dürft ihr nicht. Also macht da kein Kleber hin. Nur einmal ringsrum, das reicht auch. Weil da kommt ja, das wird ja das Foto untergesteckt. Das heißt, die Ecke muss ja frei bleiben. Und dann schau dir, dass die Öffnung von der Tasche wieder links liegt. Fertig.
Und wie ihr seht, kann man einfach dann hier das Foto drunter stecken. Wir haben uns da quasi so Einstecktaschen, so Fototaschen erstellt. So, und dann kommen wir einmal zu der dritten Seite. Da habe ich mir wieder diese Tasche vorbereitet. So wie beim ersten Video, also bei der ersten, was heißt beim ersten Video? Bei der ersten Seite. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, spult einfach kurz zurück zur ersten Seite. Dann kommt ihr direkt zu der Tasche hin. Dann falzt ihr euch einmal die zwei Seitenteile. Das wären wieder Klappelemente. So, und dann schaut auch wieder, dass die Öffnung auf der rechten Seite liegt. Und da machen wir auch wieder eine Markierung von 1,5 cm, dass es nicht so weit links liegt, weil da ja die Bindung hinkommt. So, genau, einmal so. Und dann machen wir jetzt auch nochmal einen Magnet, damit es zu bleibt. Also ihr seht, es ist eigentlich im Prinzip ganz einfache Mechanismen. Man braucht da wirklich nicht viel, nicht viel zuschneiden und nicht viele Falzlinien ziehen, sondern es sind ganz einfache Elemente und traut euch da ruhig auch mal dran. Es macht wirklich Spaß und wenn man dann einmal so eins gemacht hat, so ein Erfolgserlebnis hat, dann traut man sich auch vielleicht mal noch ein schwierigeres Element zu machen. So, einmal die Fotomatte gemacht, das ist einmal gefalzt nur. Und dann machen wir uns wieder so eine, dieses Mal eine Lasche. Und dann mache ich mir einmal auf die Klebelaschen doppelseitiges Klebeband drauf. Und dann schaue ich wieder, wo die Öffnung ist. Öffnung muss links liegen auf der Rückseite. Und dann klebe ich mir einfach das mittig auf. So habe ich so eine Einstecktasche, Lasche. So, fertig. Dann kommen wir einmal zur Seite 4. Da habe ich mir wieder die Grundtasche gemacht. Und da habe ich mir einmal dieses große, den großen Farbkarton, den ihr auch gefalzt habt, den schneidet ihr euch einmal diagonal durch. Einfach die Spitzen ins Schneidebrett legen und von Spitze zu Spitze schneiden. Dann die Falzlinien an der Seite umklappen und falzen. So. Ein Element wird umgedreht. Das habe ich jetzt aber auch gerade gesehen, dass ich das nicht richtig festgefalzt habe. Darum habe ich nochmal nachgefalzt. Ja, ich muss mich da echt erst dran gewöhnen, dass die Maschine leichter falzt. Also ich hatte vorher die von Stemming Up und ja. Und jetzt schneide ich mir hier quasi an der Seite, seht ihr auch, wo die Falz ist, da schneide ich mir jetzt einfach gerade das Stück weg. So. So war es vorher. Und einmal, genau, falze mir andersrum. Und dann streiche ich einfach die Schneidekante, streiche ich einfach glatt mit dem Falzbein. Geht super. So, und auf der Seite nochmal. Glatt streichen und dann einmal linksbündig ankleben. Und einmal auf der rechten Seite. So. Und dann haben wir noch einmal das rechteckigen Karton, das dient als Fotomatte, der bleibt dann so. Und dann brauchen wir nochmal einen Magnet, dass es auch zu bleibt. Die zwei Laschen. Ich wollte das so machen, wie so ein bisschen wie so ein Briefumschlag quasi. Sieht das jetzt so aus? Genau. Und da auch wieder ein kleines Reststück dazwischen. Und dann machen wir uns die Rückseite von der vierten Seite. Und dann haben wir es doch schon fast geschafft mit dem Grundelement. Und ihr seht, es ist eigentlich wirklich nicht so kompliziert. Einmal wieder eine Fotomatte. Da passen die 9x13 Fotos perfekt drauf. Also ich habe es so ausgerechnet, dass ihr da quasi nur so einen halben Zentimeter außenrum Platz habt zum Foto.
dass das Foto auch richtig schön wirken kann. Genau, jetzt habe ich mir einmal das kleine rechteckige Stück. Falzen wir uns an allen Seiten. Schneiden uns wieder hier die Ecken raus. Das gibt wieder eine Tasche. So. Und doppelseitiges Klebeband drauf. Anderen Seite auch. Festdrücken und abziehen. Und dann schlage ich mir wieder die Seitenteile ein und das andere oben drüber. Und dann schaue ich, dass die Öffnung wieder links liegt und lege mir die Lasche, die Tasche. Heute habe ich es wieder Lasche und Tasche. Links bin ich an und da kann man dann die Fotomatte reinstecken. Ihr könnt in diese Taschen und unter die Lasche, die wir gemacht haben, auch wirklich genug noch mehr, wie heißt, sagt man, noch mehr Fotomatten drunter machen, wenn ihr mehr Fotos wollt. So, dann nehmen wir uns einmal das Cover her. Ich habe mir dann das DSP zugeschnitten. Das habe ich jetzt für alle Seiten dann zugeschnitten und beklebe mir einmal hier das Cover vorne. Und da kommt dieser kleine Elefant. Das ist quasi bildlich so wie das kleine Babyle. Jetzt machen wir es aber so. Ich will ja noch, wir wollen ja noch das Album verschließen. Und dann habe ich hätte ich fast vergessen, mir das Band einzulegen. Und zwar, bevor ihr das DSP draufklebt, nehmt ein Stück Band, lasst es lang genug, kürzen kann man es später immer noch, damit man auch ein bisschen Platz hat, wenn die Fotos drin sind, zum Schließen. So, und jetzt kann das DSP oben drauf. Und der Elefant ist quasi das Babyle. Und oben will ich noch den Namen mit Buchstaben hinkleben. Ich muss mal gucken, ob ich Holzbuchstaben nehme oder ob ich mehr Buchstaben ausstanze. So, und auf die Rückseite kommt auch nochmal dieses P. Und da kommt auch gar kein Element hin. Ich finde die eigentlich ganz schön. Dann die Eltern können sich dann überlegen, ob sie da noch ein Foto hinkleben oder nicht. Das ist dann denen selber überlassen. Aber ich wollte das jetzt blanko lassen. Genau. Und da schaue ich jetzt auch nochmal, dass man es auch richtig rumklebt. Jetzt kommt wieder auf die linke Seite, machen wir uns jetzt das Band, weil das wird ja dann umgedreht quasi. Und da malen wir uns quasi genau gleich langes Band hin. Da habe ich schon abgemessen, so nebeneinander gelegt, zack, und einmal abgeschnitten. Und dann haben wir uns schon unseren Verschluss für das Album gemacht. So, einmal Kleber drauf und drauf damit. Ach, wenn ich das Papier sehe immer, dann, oh, das ist so schön. Also es ist wirklich, wirklich schön. Ich mag ja auch diesen Aquarell-Look. Das ist einfach so niedlich. Und es ist halt auch mal was anderes als diese gängigen Babypapiere, die man so kennt von Echo Park und so, sondern ist auch mal ein richtig süßes Papier. Und ist auch nicht so teuer. Also ich muss sagen, für ein 12x12 Paket ist das überhaupt nicht so teuer. So, dann haben wir einmal hier die Seite mit den Klappelementen. Dann nehme ich mir einmal das gleiche DSP, das ich auch schon im Grunddings habe. Und habe mir das zugeschnitten und klebt es in die Mitte, dass die Klebelaschen überdeckt sind. Und dann mache ich mir außen auf jede Seite einmal das DSP drauf. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass innen die Fotos sind. Die sind dann auch geschützt innen. Und die Mutter kann sich dann wieder überlegen, ob sie außen auch noch Fotos draufklebt. Kann sie ja machen dann, wenn sie will. Ansonsten kann man es auch so lassen. Ich finde ich auch süß. Genau, oben und unten die Elefanten und rechts und links kommt dann der Heißluftballon hin.
mit den süßen Babytierchen. Goldig. Das ist echt süßes Papier. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Ja. Über den Magneten machen wir ein bisschen doppelseitiges Klebeband drüber, damit es an der Stelle gut hebt. Aber wenn der Magnet ziemlich mittig ist, ist es sowieso kein Problem. Aber wenn er so ein bisschen an der Kante ist, ist es echt besser, wenn man ein bisschen doppelseitiges Klebeband drüber macht. So, zack. Innen kommt ein Foto drüber, immer über den Magnet. So, dann kommen wir zur nächsten Seite. Das mit den Seidenelementen. Ich bin hier nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, weil ich mir das hin und her gerichtet habe. Genau, ihr sucht euch einfach die Seiten auch so raus. Die Klappblasen lassen wir frei, da haben wir kein Display drauf auf der Vorderseite, weil da die Fotos drauf kommen sollen. Und da habe ich gedacht, brauchen wir nicht extra DSP drunter machen. So, einmal hier wieder auf die Grundseite das DSP drauf machen und dann haben wir einmal für die Lasche auch noch mal ein bisschen DSP drüber. So. Ah, natürlich auch richtig rum, dass Vögele nach oben fliegt und nicht nach unten. Voilà. Und dann haben wir einmal hier diesen süßen Elefanten. Den machen wir uns vorne auf diese Fotomatte. Und da kann man dann zwei Fotos reinmachen. Also man kann jetzt da quasi noch mehrere Fotomatten drunter stecken. Da ist wirklich noch ein bisschen Platz übrig. Man kann bestimmt noch mal zwei solche Fotomatten drunter stecken, wenn man das Babyalbum noch ein bisschen weiter erweitern möchte. So. Und dann haben wir hier einmal wieder die Seitentasche. Da kleben wir uns einmal das DSP drauf. So. Und dann noch einmal wieder auf die Fotomatte. So ein bisschen blank. Und da könnte man zum Beispiel auch was draufschreiben noch. Da können die Eltern noch was draufschreiben. Zum Foto, wo innen drin sind, zum Beispiel, an welchem Tag die gemacht worden sind und wie alt er da war oder was da halt vielleicht Besonderes war. Und dann mal einmal dieses Pi nach innen. Und da schiebt es einfach nach innen rein und schaut, dass oben und rechts und links der Abstand ungefähr gleich ist zum Farbkarton. Und dann einmal kann man die Matte reinstecken. So, jetzt kommen die Seidenelemente. So, einmal da. Den Vögel. Und dann kann man das Schnipsel wegmachen, genau. Und einmal hier der anderen Seite wieder. Ihr könnt natürlich auch anderes Designerpapier nehmen. Das könnt ihr euch ja aussuchen, wie was euch da gefällt. Ich habe ja auch schon einen Teil verbraucht, deswegen habe ich auch mir das so zugeschnitten, wie ich es habe. Genau, die Innenseiten lasse ich frei. Da kann man dann später, da machen wir noch Deko hin, da kann man dann später auch noch irgendwas hinschreiben. Also die Mutter kann dann noch was hinschreiben. Und ja, dann haben wir unsere Seiten zusammengeklebt. Was heißt zusammengeklebt? Mit DSP beklebt. Heute habe ich es echt, hey, sorry, entschuldigt. Ist einfach zu warm gerade im Moment. Ja. Jetzt sortiert ihr euch die Seiten so, wie ihr wollt. Achtet nur darauf, dass nicht zwei Magnete übereinander liegen, also zwei Elemente mit Magneten, sonst heben die so aneinander. Das ist ein bisschen blöd. Also da schaut einfach drauf. So, jetzt mache ich mir hier eine kleine Markierung. Jetzt überlege ich mir, wo will ich meine Bindung? Also ich habe gesagt, ja, so 1,5 cm, aber weil ich es ja mittig will, mache ich bei 1 cm Abstand ungefähr. Von außen, jetzt überlege ich gerade. Da schau dir einfach so, dass es ungefähr mittig liegt. Das hat mir jetzt auch noch nicht so ganz gefallen.
Und dann mache ich von der Mitte, genau, von der Mitte eine Markierung und dann nach rechts und links quasi 3 cm. Das so zwischendrin ungefähr 6 cm zwischen den zwei Löchern liegt. Dann lege ich einmal das übereinander, die zwei Cover, und dann kann ich es einfach abpausen, das Loch. Bei der Graupappe, die ist so dick. Das bleibt immer gern hängen in der Maschine drin, hier in der Cropper-Teil. Aber nicht schlimm, dann mal einfach mit dem Pixel durchpixeln. Jetzt nehmt ihr euch bitte alle Matten raus. Auch die Matten, die innen drin sind. Denkt daran, dass ihr innen drin in dieser Tasche ja noch diese Fotomatte steckt. Alles rausnehmen. Ich habe es vergessen. Habe mir dann nochmal welche zuschneiden müssen, weil ich die mitgelocht habe. Und ja, die sind jetzt bei mir eingeklebt. Das seht ihr aber nicht. Ich habe es aber, darum sage ich es jetzt auch nochmal dazu. Also schaut, dass ihr auch die Fotomatte innen drin rausnehmt, sonst locht ihr die. Und das soll natürlich nicht sein. Dann nehmt ihr euch die Seite, legt sie wieder über die andere Seite und paust es ab. Und so macht ihr das mit allen Seiten. Einfach übereinander legen. Abpausen und lochen. Ja, das ist, weil wenn die Seiten halt ein bisschen dicker sind, dann bleibt es immer gern hängen. Kann man es nicht rausdrücken. Muss man mit dem Pixel nacharbeiten. So, einmal hier nochmal. Und hier seht ihr, warum ich mir jetzt den Abstand gelassen habe. Zu den Elementen. Also da dürft ihr nicht an die Kante ran, sondern da müsst ihr wirklich schauen, dass man da auch den Abstand hat. So. Hier habe ich nämlich noch mal vergewissert, dass es auch wirklich nicht da reinstanzt, wenn ich da jetzt losstanze. Aber alles gut. Wir haben es richtig gemacht. Passt alles. Wunderbar. So, alle Seiten sind gelocht. Und dann können wir uns die Eyelets reinmachen. So überlege ich mir, wie ich es aufeinander lege. Genau, hier nicht die Magnete aufeinander, dass es quasi so sortiert ist, dass die Magnete nicht aufeinander liegen. Dann nehmt ihr euch die Eyelets. Und was auch super ist in der Packung, sind halt drei verschiedene Blautöne. Wir nehmen das Dunkelblau, weil wir das ja auch in unserem Album vertreten haben. Und nehmen wir dann quasi für jede Seite zwei Stück raus. Ich habe mir jetzt alles mal rausgenommen. Hat auch gelangt. Und dann legt ihr euch einfach die Eyelets rein. Und drückt sie euch mit der Crocodile rein. Das ist, also ich empfehle euch da wirklich auch Eyelets reinzumachen. Man könnte es natürlich auch erstmal ohne machen. Da hat sich das ein bisschen verbogen, aber ich habe es dann mit einem nochmal gerade biegen können. Hat es nicht richtig reingestanzt. Genau. Ich empfehle euch auch wirklich welche reinzumachen, damit das Album nicht einreißt nach der Zeit, wenn man es zu oft benutzt. So, zack. Ist eigentlich relativ zügig gemacht. Genau. So. Jetzt haben wir bei der Seite das Problem, dass ja das Element da ist. Da gibt es dann jetzt einen Trick. Und zwar, ihr nehmt euch ein Dotting-Tool, geht aber auch mit dem Falzbein, legt euch das Lineal an und zieht eine Falzlinie. Und zwar können wir das dann falzen, dass es quasi so hier liegt. Das kann man drunter stecken, ist es auch schon, hebt das auch schon. Und das kann man dann auch gut umschlagen. Da ja kein Foto hinkommt, ist das überhaupt gar kein Problem.
Dann nehmt ihr eure zwei Binderinge, nachdem ihr alle Seiten mit Eyelets versehen habt. Und dann können wir anfangen, es einzufädeln. Erst das hintere Cover und dann quasi von hinten nach vorne einfädeln in die Buchbinderinge. So, ich habe hier jetzt mit 38 mm, also 3,8 cm Durchmesser Binderinge. Ich empfehle euch aber, die Binderinge mit 5 cm zu nehmen. Die habe ich euch auch unten verlinkt. Da habt ihr ein bisschen mehr Platz. Alles sitzt. Wir können das Album verschließen. Wunderbar. Und schon habt ihr euer erstes Album gemacht. Jetzt kommt eigentlich nur noch Deko. Also für alle, die an Deko nicht interessiert sein, jetzt kommt nur noch Deko. Aber ich finde immer, Deko ist immer irgendwie der schönste Teil eigentlich. Ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet, damit es natürlich nicht ewig lang dauert. Ich habe mir da schon Sachen ausgestanzt, zusammengeklebt und auch Stempelabdrücke mit auf Farbkarton abgestempelt und dann auf Graupappe geklebt. Dann ein paar Bodies, paar Strampler, dann ein paar Bauklötze, Milchfläschle, also gerade alles, was in diesem Set so vorhanden ist. Dann habe ich hier ein paar Wellenkreise ausgestanzt und paar normale Kreise. Das werden unsere Ziehmechanismen für die Fotomatten innen, damit man die auch gut rausziehen kann. Und da klebe ich mir rechts die aufeinander und also bis zur Hälfte rechts und dann mache ich mir hier so einen kleinen schmalen Streifenkleber hin, dass es quasi nur da drin fixiert ist, dass man da das Foto drunter stecken kann noch. Genau. Und dann kann es reinstecken und dann kann man das hier so schön rausziehen. Und das mache ich dann mit allen Seiten. Wenn ihr dann alle Seiten versehen habt mit den Tabs zum Rausziehen, also mit diesen Kreisen, dann können wir einmal eure Deko aufkleben. Sagen wir mal, habe ich mir gedacht, auf der ersten Seite machen wir einmal hier so ein Body, dann hier ein Baby. So, und auf die Fotomatte machen wir uns auch ein bisschen was drauf. Genau. Und da wirklich nur an der einen Seite, damit man das Foto noch drunter schieben kann. Fertig. Und dann überlege ich mir hier, ja, das ist jetzt wirklich eine individuelle Sache. Was gefällt einem? Was möchte man da drauf machen? Ja, einmal willkommen, kleines Wunder. Und kleben uns hier einmal noch den Latz auf. Und ein paar Babyschüchen in den unteren Teil. Seht ihr jetzt leider nicht, entschuldigt, aber ich habe es mir einfach unten links in die Ecke geklebt. Das seht ihr dann schon nachher gleich nochmal. Genau. So. Dann haben wir hier schon die Deko oder mache ich da unten noch was? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es. Oder doch, die Babyflasche kann sein. Nee. Habe es doch noch mal richtig in Erinnerung. Ich habe das Video mir schon vorgedreht gehabt. Das bespreche ich quasi im Nachhinein. So, dann mache ich mir hier ein paar Bauklötze. Und zwar quasi hier so entlang von dem weißen Farbkarton. Da kann man ja dann noch ein bisschen was draufschreiben zum Foto. Dafür ist das gedacht. Nicht um ein Foto drauf zu kleben, sondern einfach nur um was drauf zu schreiben. Und einmal so ein bisschen versetzt. Genau. Und hier überlege ich jetzt auch ein Element zu machen. Und hier klebe ich es mir auch wirklich nur an der Seite an.
Da achtet drauf, dass ihr das nicht so weit runterklebt. Ich korrigiere das gleich nochmal, damit ihr nicht über die Falzlinie kommt, weil ich merke es dann beim Zuklappen, dass es, dass sie über die Falzlinie hier, seht ihr das? Dass es über die Falzlinie klebt habe, aber Gott sei Dank konnte ich es nochmal entfernen. Klebt dann hier quasi so ein bisschen weiter höher, damit es über der Falzlinie ist, dass man es zuklappen kann. Genau. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Latz. Hat einfach nur oben, weil da kommt, kann man ja das Foto einstecken. Das heißt, dass man da quasi nur so kleine Elemente hat. Und hier kann man einmal das Schaukelpferd hinmachen. Das kann man direkt aufkleben, da braucht man nicht irgendwie was drauf machen. Einmal da das Babyle. So. Auf der Rückseite machen wir einmal hier den Schrampler. Ich finde, die Stanzteile so schön. Also, das wirkt dann gleich wieder so richtig babyhaft. Nicht nur das Designerpapier, das harmoniert einfach alles zusammen, finde ich. Jetzt überlege ich mir, ob ich da was draufklebe. Ich bin mir da nicht so, noch nicht so ganz sicher. Und zwar mache ich mir dann aber noch, doch noch ein paar Babyschuhchen. Ja. Bisschen Deko muss sein, ne? Hier mache ich auch gar nicht so viel. Da kommen ja Fotos drauf und die sind ja relativ bündig. Darum klebe ich mir den Strampler so ziemlich links in die Ecke und dann kann man darunter noch das Foto kleben. Jetzt überlege ich mir, dass ich dann hier auch nochmal einen Spruch drauf mache. Quasi Umtausch ausgeschlossen. Also lachen müssen, wo ich das erstmal gelesen habe. Also lustig. Das wäre ja was, gell? Nee, nee, das machen wir nicht. Genau, dann mache ich hier oben nochmal den Body. Und da auch wirklich nur an der Seite. Da kann, damit das Foto drunter passt. Und dann stanze ich mir mit einem halben Inch Kreis stanze, zwei Kreise ab und macht die mit einem Glue-Dot auf die Magnete, dass es so ein bisschen gecovert ist, dass man die nicht so rausblitzen sieht. Da kommt zwar später eh das Foto drüber, deswegen einfach nur so einen kleinen Kreis drüber. Genau, so. Dann habe ich mir überlegt, was ich dann hier drauf mache. Ich glaube, da mache ich auch nochmal einen Strampler. Ne, im Body. Und die Fotomatte lassen wir ja da. Da ist nämlich dieses süße Elefant drauf. Genau, und dann haben wir schon unsere Seiten dekoriert. Also ihr seht, traut euch wirklich. Daran ist es wirklich nicht so schwer. Und wenn man dann mal sein erstes Album gemacht hat, dann freut man sich, wenn man, ja, da hat man so ein Erfolgserlebnis und dann traut man sich auch gleich schon ans Sechste wieder. Und ein Baby ist doch immer ein guter Anlass, um so ein Fotoalbum zu machen. Die Mütter haben noch immer Tausende von Fotos. Genau. So. Einmal hier noch was drauf. Jetzt habe ich gerade die Fotomatten von innen noch ein bisschen dekoriert, dass sie auch nicht ganz so plan sind. Und ich habe auch fast alle Teile gebraucht. Also ich habe von jeder Farbe immer zwei Teile ausgestanzt. Also ich habe mir hellblauen Body zweimal,
einen dunkelblauen Body zweimal. Also ich quasi, ich habe mir alle Standsteile einfach zweimal durchgejagt. Außer die Bauchglitzer, die müsst ihr dann nochmal durchjagen. Also weil das sind ja vier von jedem. Das heißt, ihr macht die Bauchglitzer einfach nochmal, lasst sie beide nochmal zweimal, viermal im Ganzen durch. Genau, und von den Stempelabdrücken habe ich, glaube ich, auch von jedem Stempelabdruck habe ich, glaube ich, vier gemacht, habe aber ja, wie ihr seht, nicht alle verwendet. Hier tue ich auch nochmal den Magneten bedecken. So, genau. Dass es nicht so komisch aussieht. Genau, und da habe ich auch nur an der Seite festgeklebt. Klebt und unten, damit man da vielleicht was reinstecken kann, wie vielleicht so ein kleines Kärtchen, wo man was draufgeschrieben hat oder so. Oder vielleicht doch ein kleines Foto. Das können dann die Eltern selber entscheiden. Ja, und fertig ist das Album. Ich finde es wunderschön und ja. Ich hoffe, euch hat das Album gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen lieben Kommentar unten da lasst, wie ihr es findet. Und hier habe ich gesehen, hier haben wir auch noch den Magneten. Ich mache ihn einfach mit einem blauen noch. Blauen Kreis drüber. Fertig. Ja, lasst mir einen lieben Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mir natürlich auch sehr, sehr freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr das Album nachbastelt. Wenn ihr wollt, schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei oder auf Facebook, da bin ich auch vertreten. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da poste ich auch einige Sachen, die ich hier jetzt nicht im Video zeige, zum Beispiel, wenn ich mal Karten bastel oder andere Sachen. Manchmal kommt man auch einfach nicht zum Drehen. Ja. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal.